So, meine Lieblingschen da draußen. Hallo und herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Beast Inside. Komm, letztes Mal sind wir von den Zombies geflüchtet. Zombies waren Zombies? Geisterzombies? Zombie-Geister. Auf jeden Fall wurden die Toten alle wieder lebendig. Der eine wollte es mit Granatenduft. Den haben wir aber selber mal in die Luft gesprengt. Und nun sind wir immer noch in diesem Gasthaus des Todes. Es regnet. Und ich denke nicht, dass es alles gewesen ist. Ich habe vergessen, was wir machen sollen. Das ist irgendwo so ein langer Korridor. 205. Als ob ich die Lampe ausmache. Gehen wir mal dahin. Ups. Er ist aber verbarkarrediert. Oje, oje. Hallo. Eine Readme-Datei. Überall dieser komische skelettische Mann da, Alter. Das Atmen der Untoten. Sofern ein Untoter atmen können. Ja, sie können auch reden. Das würde ja bedeuten, sie atmen ja doch irgendwie. Wow! Bist du bescheuert? Oh! Dieses Kackspiel! Ich piss mir in die Hose! Sind die total behindert oder was? Ich habe eben gerade noch Star Wars gespielt. Erstmal weit weg von dieser gruseligen Scheiße hier. Jeden Tag diese selbe Kacke. Ich bin zu alt für so etwas. Scheiß die Wand an. Huch. Oh, ich krieg Kopfschmerzen. Da. Krieg ich Blutdruck? Alter. The detective was staying in room 203. That's upstairs. Dieser Arschlöcher. There should be a spare key somewhere. Ja, irgendwo sollte der Satz stehen. Einmal kann man wieder alle. Ich will durchs Fenster. Oh, Himmel, Arsch und Fix werden da. Der Satzschlüssel. Gruseligkeit kommt in 1, 2, 3. Key for room 203 is missing. Ich suche Zimmer 203. Maybe I can get there from room 202. Aha. I must find out how much game you need. Was ist denn mit mir? Alter, Alter. Ja, das sieht total seriös aus. Total sicher. Da gerade jemand? Ach so. Boah, ja, Maya. Hier ist ein Stück. Ja, wollen wir. Ups. So. Was ein Glück jetzt ist. Nicht neu, es ist. Ein Loch in der Wand. Ich nur lieber die Tür. Licht. Zombies, ey. Oh, Digga, verschwinde doch einfach. I can easily get to the next room. I need to know how much he has found out. Ja.
Wo ist Zimmer 202? Ah, 203. 204. Alter Digga. Wo ist denn mein 200? Soll man sich das jetzt so vorstellen? Das ist der Ecke. Ist immer 202 hier gleich rechts um die Ecke? Mach mal offen, ne? Ja, mit dem. Nehmen wir mal an. Du siehst mich nicht. Alter! Au! Du bist gestorben. Ach, herrje. Bin da noch nie gestorben in dem Spiel, fällt mir gerade auf, ne? Das ist gruselig. Oh mein Gott. Komm, lad doch mal ein bisschen schneller jetzt. Okay, das Licht brauchen wir bekanntlich gerade nicht. Aber was, I need to hide. Was ist verkehrt gelaufen? Hätte ich rennen sollen? From 202, I can easily get to the next room. I need to know how much he has found out. Das wird nichts. Ich kann ja nicht dran vorbeirennen, oder? Oh, er hat mich gesehen. Uiuiui. Hör auf! Aua! Scheiße. Vielleicht, ich weiß nicht. Warum steht der auch nicht auf, ne? Wenn ich so drauf drücke und er steht nicht auf. Quickly, I need to hide. From 202, I can easily get to the next room. Ja, aber er ist ja am Weg. Haben wir nichts ablenkt? Das ist eine Idee. Ich lenke ihn einfach mal. Kann ich diesen... gerade. Was macht er da? Ja.
Blöd, Mann. Alter, Digga. Aber er macht doch komische Geräusche. Ich glaube, er ist sehr angetan von uns. Die Klappe hier. Oh, da ist das. Zigarrenschacht. Gilman! Open the door! We need to talk. Just you and me. Greetings, Mr. Hyde. Cut the pleasantries. I know what you're up to. I don't really know why you're so upset. I really... You aren't the only hack who thought he could sniff out a scoop. But I'm not looking for a scoop. I just want to sort this out. There's something unsettling going on in this charming little corner of the world. So many people have gone missing, including your friend, Judge John Norton. I want to find him. Please. That's my sole motivation. You can shove him up your ass! You want to prove I'm responsible for his vanishing, because you're just desperately looking for a story that will get you publicity. The word publicity sounds strange, coming from someone specializing in sweeping things under the rug. 2 years have passed since the incident in the mine, and many things still remain unclear. People lost their lives, many others have gone missing since, and you act like it was just a minor incident. It was an accident. A tragic accident that cost the lives of my employees and ruined my business, that's all. Oh, I'm afraid that's not all. Ever since then, people have gone missing in the area. Many people, even guests of this establishment. Enough! I want you out of my inn by tomorrow. You hear me? Okay. Dann wäre das ja geklärt. I hope the detective left something here. So. Im Namen seiner Recherchen bezüglich des vermissten Rechers entdeckte der Detective anscheinend, dass in dieser Region bereits seit geraumer Zeit, genauer gesagt, seit dem Unfall in der Mine immer wieder Menschen spurlos verschwunden sind. Er fing an zu vermuten, dass mein Vater Jacob Hyde die schuldige Partei sein könnte. Er nahm sogar die Mine selbst in Augenschein, um nach Hinweis zu suchen. Die erste Person verschwand kurz nach dem Unfall in der Mine. Mir ist bewusst, dass es in der Gegend mit ihren Wäldern, Bergen, Sümpfen und Höhlen viele natürlichen Gefahren gibt. Aber ich glaube nicht, dass hinter all diesen Fällen nur der Zufall steckt. Es fällt mir auch schwer zu glauben, dass die Explosion ein reiner Unfall war, selbst wenn Jacobs Schilderung der Ereignisse durch die Ermittler bestätigt wurde. Ein Einheimischer schilderte mir, dass Hyde kurz vor der Explosion mehrere Fässer voll Schießpulver zu seinem Hof transportierte. Ich werde mir die Mine genauer anschauen und im Schacht nach Spuren suchen, die Hyde dort hinterlassen haben könnte. Vielleicht hat der Sheriff etwas übersehen. Vielleicht wurde er auch bestochen. Hoffentlich komme ich so dahinter, was es mit den vermissten Fällen auf sich hat. The detective went to the mine that day. Nobody knows if he ever came back. Auch neues. I must retrace his steps. There may still be traces of what happened back then. I vaguely remember the accident, but gunpowder barrels, missing people. Wait. What's happened here? My father was a cruel man, I can't deny that. But would he be capable of killing in cold blood? I guess I'll have to go down into the mine. Great. That's just... It's locked. I should look for another exit in this room. Ja. Davor gehe ich auch mal aus. Das sieht doch... alternative Lösung. Ich würde es jetzt nicht wundern, wenn wir von diesem Geist verfolgt werden. Ah! Hallo. Oh, wie romantisch. Oh. Ja. Ich will raus. Ach so, hier war... Aber es sieht wunderschön aus.
nehmen wir diese Wurzeln. Aha. Alles wird umdekoriert hier. I must have lost my mind. Ja, ich glaube auch. Ich will das nicht. Is it only in my head? Ja, alles. Wir können durch so einen Zaun glinschen. Warum kann der so etwas? Muss ich ganz von vorne nochmal flüchten? Bitte nicht. Bitte nicht. Was sind so Nachbarn? Das erheitert uns. Kindergeräusche und ein Horror. Das ist gut. Weil wir verbrechen uns nichts, kein Bein, kein gar nichts. Egal. Oh, Digga, das ist eine fucking. I have to run. Oh. Ach. Stresssituation einfach gar keine Chance, dir den Weg irgendwie hin zu überleben, irgendwie. Keine Ahnung. Das ist so wie Outlast, ne? Total weglaufen, dich nicht wehren können. Oh, und vor allem weißt du auch gerade in dem Moment nicht, wohin. Ich hatte in dem kurzen Bruchteil hatte ich eine Situation gesehen, da hätte ich crouchen müssen. Querbalken durch. Mann. Die ganze Scheißmine hier nochmal vorne? Ja, geil. I have to run. Geister, du hast das hören, der Geister scheiße.
ganze Zeit das, weil ich das große. Den Moment wollte ich gerade meine Taschenlampe anmachen. Oh. Cool, wir sind Kapitel 6. Auch wenn es unmöglich klingen mag. Das Tagebuch von Nicholas hat mir dabei geholfen, die Verschlüsselung der Sjöwert zu knacken. Doch meine Freude währte nicht lange. Durch eine unerwartete Wendung war ich, einen Spion nachzujagen und nach versteckten Wanzen zu suchen. Dies führte mich zu einem alten Gasthof, wo ich auf einen weiteren Teil von Heiz Nerven auf. So, Kinderchen. Das war's für heute. Danke fürs Reinschalten.